Willkommen beim Corona-Talk. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ganz besonders freue ich mich auf meinen jetzigen Gast Lars Siegel. Er ist Fachpfleger der Intensivstation in der Asklepios-Klinik in Wandsbek. Schön, dass Sie da sind, Herr Moin, Siegel. Hallo. Wie ist das momentan? Gehen Sie mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit? Also haben Sie Angst, sich anzustecken vielleicht bei den Patienten? Nein, das kann man nicht sagen. Also ich bin vorher gern zur Arbeit gegangen. Ich gehe jetzt auch weiterhin gern zur Arbeit. Es ist natürlich die Situation, die das Ganze so ein bisschen vielleicht anders macht als sonst, aber wir machen unsere Arbeit genauso wie vorher und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich irgendwie ein mulmiges Gefühl habe oder Angst habe. Wir haben ja ständig in unserem Beruf, gerade auf der Intensivstation, viel mit ansteckenden Krankheiten zu tun, das ganze Jahr über und jetzt ist natürlich aber die besondere Zeit durch diesen Covid-Virus. Erzählen Sie mal jetzt von der besonderen Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die Situation auf der Intensivstation bei Ihnen? Ja, also der Betrieb auf einer Intensivstation läuft ja immer weiter. Also wir haben ja auch nicht nur Covid-Patienten, wir haben Patienten mit einem Herzinfarkt oder andere Leiden bei uns, die es ja jetzt auch weiterhin gibt. Aber die Covid-Patienten, die kommen jetzt halt natürlich zusätzlich dazu. Ja. Und wir haben das zum Beispiel auf unserer Station so gemacht. Wir sind eine relativ große Station und dann gibt es jetzt einen speziellen Bereich, der jetzt nur abgesperrt ist, nur für die Covid-Patienten. Sie haben es gerade schon angesprochen, das vergisst man in dieser heutigen Zeit vielleicht auch so ein bisschen, dass die anderen Sachen laufen ja alle weiter. Ne? Es gibt genauso die anderen Patienten, es geht nicht nur um die Covid-19-Patienten. Wie ist das mit den Patienten, die künstlich beatmet werden müssen? Wie kommunizieren Sie mit denen? Ja, das sind halt andere Arten von Kommunikation und zwar sind die Patienten ja relativ wach, auch wenn sie beatmet sind, also sie nehmen uns wahr und somit können wir ganz normal mit ihnen sprechen, sie können halt nur nicht normal antworten. Okay, aber Sie können sozusagen von den Lippen ablesen oder hilft man sich dann mit den Händen? Das ist schwierig, lernt man aber mit der Zeit immer mehr, dass man auch von den Lippen ablesen kann. Wenn man sagt, oh, Sie müssen ein bisschen langsamer reden zum Beispiel, dann kann man schon kleine, einfache Wörter kann man dann ablesen. Man kann aber auch viel machen über die Mimik. Also man kann auch sagen, zwinkern Sie mal, wenn Sie Schmerzen haben. Oder man kann mit Kopf schütteln, Kopf nicken, arbeiten. Und dann da ganz normale Kontakt mit dem Patienten, also ihn anfassen natürlich, sich die Hände drücken lassen und der Kontakt für den Patienten ist ja auch sehr wichtig, der körperliche auch, also dass sie merken, man ist da, man fasst sie an, sie sind nicht alleine und deswegen auch viel sprechen. Das ist ja momentan auch nicht so ganz einfach, Stichwort Besuchsverbot. Wie gehen denn die Angehörigen und auch die Patienten damit um und wie schwer ist es vielleicht auch für die Ärzte, ist es auch für die belastend? Ja, also das ist schon ein großes Thema, denn die Patienten, die sehen ja eigentlich sonst nur uns als Pflegekräfte und Ärzte. Und es ist auch für die Patienten schön, wenn sie natürlich einen gewissen Zeitraum haben, wo sie ihre Angehörigen sehen, wo sie auch von denen angefasst werden, ihre vertrauten Stimmen hören. Und das ist für den Patienten schlimm, weil sie jetzt halt niemand Vertrautes haben, sondern nur uns. Deswegen ist der Kontakt von uns noch mal intensiver mit den Patienten. Und für die Angehörigen ist natürlich schlimm, weil sie halt keinen direkten Kontakt zu ihren Angehörigen haben. Also es hilft ja manchmal einfach nur zu sehen, wie jemand lächelt oder doch was sagen kann oder sagt, es geht mir gut, mach dir keine Sorgen. Aber durch dieses Kontaktverbot haben sie ja nicht den direkten Kontakt und das ist schon schwierig. Und für Sie natürlich auch noch mal eine Aufgabe mehr, ne? Weil Sie intensiver da sein müssen. Richtig. Also man kann nicht sagen, dass es eine direkte Aufgabe mehr ist. Man muss einfach nur mehr Zeit auch investieren darin. Ne? Und das darf man auch nicht vergessen, weil, wie Sie gesagt haben, der normale Alltag läuft ja weiter. Es gibt noch mehr Patienten, außer die isolierten Patienten. Und da muss man sich natürlich dann auch mehr Zeit nehmen, den Kontakt zu suchen. Weil, wenn man sich das vielleicht selber einmal vorstellen mag, man kommt ins Krankenhaus, man ist wach, es sind ja nicht alle Patienten beatmet und wird dann in einen Einzelzimmer geschoben, so wie das auch gemacht wird bei uns. Ja. Und dann ist man halt den ganzen Tag in einem Einzelzimmer und sieht ja praktisch nur uns, wenn wir das Zimmer betreten. Und das betreten wir nur mit einer kompletten Schutzausrüstung. Also so, als wenn ein Marsmensch praktisch, sag ich mal, auf einen zukommt. Wir sind so komplett verkleidet, man sieht so die Augen natürlich. Und das ist für die Patienten ja auch total unangenehm. Sind ja auch nicht die vertrauten Augen, die genau, sie vielleicht kennen. Genau, das sind nicht die vertrauten Augen. Nach einer Zeit sicherlich sind Sie auch schon vertrauter von den Patienten. Gerade weil wir den Kreis der betreuenden Pflegekräfte relativ klein halten wollen, die Kontakt zu den Patienten haben, einfach um die Gefahr
wenn man sich ansteckt, dass die Gefahr relativ klein bleibt, andere auch zu infizieren. Mhm. Nun ist es jetzt so, dass jeden Abend Punkt 21 Uhr kommen die Menschen auf die Balkone und klatschen, unter anderem auch den Ärzten, dem gesamten Personal in den Krankenhäusern zu. Wie ist das für Sie? Bekommen Sie das überhaupt mit oder was ist das für ein Gefühl? Ja, also ich persönlich habe es jetzt noch nicht mitbekommen, direkt beim Stadtteil habe ich noch kein Klatschen gehört. Wirklich nicht? Nein. Bei uns ist das der Wahnsinn. Ich habe schon viele Videos bekommen, also Live-Videos auch, in Hamburg dann auch geklatscht wurde, wirklich um 21 Uhr. Und ich habe was Nettes gesehen. Letztens erst bin ich von der Arbeit nach Hause gegangen und dann geht man an so einer Packstation vorbei und dann war da so ein Zettel, habe ich erst gedacht, vielleicht hat jemand was verloren oder so. Und dann stand da drauf, liebe Nachbarn, wir wohnen ja direkt hier am Krankenhaus, lassen Sie uns alle doch um 21 Uhr klatschen, vielleicht kriegen die Mitarbeiter das da mit, um die Wertschätzung zu zeigen. Das fand ich sehr nett, ja. Ach, schön. Ja. Ich schicke Ihnen aber auch mal ein Video, das ist Wahnsinn, was Sie sich ausdenken. Das ist mittlerweile nicht nur Klatschen, es werden Lieder gespielt, es wird eine Disco-Beleuchtung gemacht und so. Das ist, ich glaube, das ist auch etwas, was einem zukünftig dann fehlen wird, wenn es hoffentlich bald vorbei ist. Aber hat ja durchaus auch positive Seiten, ne? Dieser Zusammenhalt. Und das stimmt, das kann man schon sagen. Wobei ich das ja halt nicht auf mich persönlich beziehe, sondern man klatscht ja natürlich für alle die das Gesamtsystem am Laufen halten, Kassiererin, Busfahrer und wir halt Pflegekräfte und Ärzte. Mhm. Und das ist aber nett, dass das halt gewürdigt wird, dass wir halt jetzt an der Front praktisch, wie man immer schreibt oder hört oder liest, kämpft. Wie ist es denn, die Bereitschaft zu helfen ist ja unter ehemaligen Pflegekräften und auch Medizinstudierenden sehr groß. Wie beurteilen Sie denn diesen Einsatz von unerfahreneren Kräften? Also bei uns zum Beispiel ist das so, dass wir Pflegekräfte haben, die jetzt in das Medizinstudium übergegangen sind. Das ist ja oftmals auch ein Weg, dass viele Ärzte vorher Pflegekräfte waren. Und die haben natürlich jetzt ihre Hilfe angeboten, einfach in den normalen Berufsalltag zurückzukehren in der Zeit, um einfach mitzuhelfen. Mhm. Die sind ja nicht unerfahren. Sie haben das ja vorher als Beruf auch gemacht und machen das dann jetzt ganz normal weiter. Wir haben die Situation, dass Pflegekräfte, die vorher bei uns gearbeitet haben und dann vielleicht die Abteilung gewechselt haben, einfach um was anderes auch zu machen, die auch anbieten, wieder zurückzukommen, weil sie halt erfahren sind auf der Intensivstation. Und wir haben auch das Angebot von Teilzeitkräften auch schon bekommen, dass sie sagen, soweit es für sie möglich ist, würden sie auch einfach mehr arbeiten. Ach so, okay. Oder Urlaub verschieben haben wir auch gehabt, falls das halt nötig ist. Ne? Mhm. Also da ist der Zusammenhalt, muss man sagen, schon echt groß. Das ist schön. Gibt es denn schon etwas, das wir aus der derzeitigen Situation lernen können, beziehungsweise was wir auch in der Zukunft besser machen können? Das ist eine echt schwierige Frage. Also politisch kann ich da gar nicht drauf antworten, weil das ist ja so eine übergreifende Frage. Und ich glaube, so das Richtige, was kann man anders machen oder wie sollte man etwas anders machen, wird man wahrscheinlich erst richtig beantworten können, wenn wirklich alles vorbei ist. Ja, okay. Also, gibt es denn einen Wunsch von Ihnen jetzt an die Bevölkerung, wie sie sich verhalten sollen in dieser Zeit? Einfach weiter durchhalten oder? Eigentlich geht es darum, dass wir jetzt weiter so zusammenhalten, denke ich, als Gesellschaft, wie wir es jetzt auch tun und auch weiterhin darauf hören, was uns irgendwie wiedergegeben wird. Also, dass wir jetzt zum Beispiel auch zu Hause bleiben, wenig Kontakt mit anderen haben. Und das hilft uns in unserer Arbeit. Mhm. Das ist eigentlich die Hauptmessage, kann man eigentlich sagen. Weil wenn wir nicht zu überlastet wären, dann können wir uns halt intensiver um jeden Einzelnen weiterhin kümmern, wie wir das jetzt auch tun. Mhm. Vielen Dank, Lars Siegel. Danke auch.